So, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Gameplay von Diablo 3 mit der Klasse Mönch. Wir waren jetzt auf dem Weg in der Friedhof, oder zu dem Friedhof in dem verlassenen. Ja, was rede ich denn für Scheiße hier? Finde den Friedhof der Verlassenen im Hain des Weglanges. So, da waren wir jetzt. So, das heißt also, wir müssen jetzt hier erstmal den Friedhof finden. Es laggt ein wenig. Was jetzt nicht ganz so toll ist, aber keine Ahnung, mein Fraps ist spackt in der letzten Zeit ganz schön rum. Aber kann man ja leider nicht ändern. Jetzt muss ich eben mal gucken. Ah, blende die Gegner für 3 Sekunden lang. Okay, das kannte ich jetzt so noch nicht. Beziehungsweise konnte ich mich nicht mehr wirklich an den Skill erinnern. Oh wei, das lag ja ganz schön. Naja, egal. So. Ah, hier ist ein. Nicht wieder bereit. Ganz schön. Ganz schönes Blutgespritze hier. Ich muss ehrlich sagen, der Mönch an sich macht mir jetzt im Moment noch keinen wirklichen Spaß. Ich denke mal, das kommt dann erst später, wenn der dann, ich sag mal so, die ganzen guten Skills hat. Weil bis jetzt ja eher so nur ein Draufgekloppe. Aber ich hoffe mal, das kommt noch alles später. Hier oben ist ein legendäres Monster. Das ist noch nicht bereit. Wow. Also gut Damage macht der Mönch auf jeden Fall schon mal. Ach du Scheiße. Das sind ja ganz wenig Mobs, ganz wenig Mobs. Ich muss da unten die komischen, genau, der Würgekadaver und hier oben den Würgekadaver noch. Und dann spawnen die keine Mobs mehr. Das ist ja heftig, ey. Lass mal hier den kaputt machen. Gut. Ist noch irgendwo ja drüben. Au! Das schleudert dann ja ganz schön weg hier. So, okay, noch irgendwo. Hä? Okay, ich hab. Sah komisch aus. Gut. Jetzt kommen wir erstmal gucken, was wir von neue Fähigkeiten bekommen haben. Und zwar hier. Ihr greift ein Ziel und ab, bla bla, das ist klar. Teleportiert euch zum Ziel und erzeugt mit jedem Schlag eine elektrische Schockwelle. Das klingt schon mal gut, das werde ich mal ausprobieren. So. Sonst gab es ja nicht wirklich was Neues. Ihr stürmt durch die Reihen, euer Gegner fügt den Schaden zu und stoßt sie zurück. Ich nehme mal lieber das eine, was ich vorher schon hatte. Okay, gut. Dann werden wir das doch mal ausprobieren, den neuen Skill. Mit der Schockwelle. Sieht cool aus. Hat was. Ja, genau, das ist der Skill, wo aussieht wie Karateschlag. Doch der war schöner gewesen, den behalten wir mal.
gucke ich mal eben. Ich habe, ja, ich würde ja übelst gerne. Oh. Wie sieht es denn aus? Ja, geht. Ich würde ja gerne so eine, wie kann man sagen, wie so eine Fäustlinge haben die. Aber ich habe noch keinen ordentlichen gefunden, aber ich werde nachher mal gucken, ob ich mir irgendwo einen kaufen kann. Damit, weil ich denke mal, Mönch hat nicht wirklich was mit dem, ja, mit Schwert zu tun. Ach so, wenn ihr euch jetzt hier wundert, wenn ich jetzt hier irgendwo was dran klicke, der teleportiert sich hin. Das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Ja, wenn ich jetzt, na, bei denen geht das jetzt gerade nicht bei dir herkommen. Wo ist denn mal hier? Der Baumstamm. Und ich teleportiere mich sozusagen immerhin bei pro Schlag sozusagen kommt er dann immer näher. Ich brauche Geisteskraft. Ach so, okay. Ja. Ja. So mal die hässlichen Würgekadaver hier. Ey, die können sich ja teleportieren, das ist ja mies. Irgendwie ist es lustig. Ich wundere mich manchmal selber, hä? Wieso stehe ich jetzt immer da vorne? Ich denke mal, das ist ein mega Lachs, aber irgendwie. Okay, jetzt sind wir das so. Yay. Coole Sache. Die so wegschleudern. Kommt mal ran hier. Monster getötet. Cool, mal ein bisschen was Besseres hier angezogen. Gut, hier unten ist nicht mehr. Ich gehe dann später dann da unten in die Höhle. Ich will aber jetzt erstmal hier alles erforschen noch. Na, sammel das mal ein. Ich habe nicht genug Geisteskraft. Ihr seid besiegt. Ah. Ich glaube, wir haben einen Friedhof gefunden. Okay, nein, haben wir nicht. Ah, da oben ist auf jeden Fall. Gut. Jetzt werde ich hier mal wieder alles zusammenlocken, was es hier gibt. Hier oben scheint jetzt nichts mehr zu sein, denke ich mal. Grabräuber. Haha. Cool. Eine Kiste. Juhu. Bisschen Gold kann man immer gebrauchen.
Also ganz ehrlich, ich freue mich schon richtig auf die anderen Skills, wenn die dann höheres Level ist. Weil die macht ja jetzt schon enorme Damage. Bam, bam, bam. Alter, da liegt ja ein Gerüpp. Ein Brustkorb oder irgendwas. Ist ja, wow, heftig. Ich muss halt jetzt auch schauen, dass wir nicht jetzt unbedingt über die Zeit kommen von 15 Minuten, weil ich sag mir, so ein Gameplay, 15 Minuten ist okay, aber länger, dann hat man dann auch nicht wirklich Lust weiter zu gucken. Finde ich zumindest, das ist meine Meinung, wenn ich irgendwelche Gameplays angucke. Bam, bam, bam. Hier sind ganz schön viele Zombies. Und vor allem die spawnen immer und immer wieder. Gut, dann würde ich aber sagen. Ach so, das kann ich noch gar nicht. Okay. Ich wollte mich gerade sagen, porten wir jetzt mal zurück. Und. Ja, kaufen uns mal neue Fähigkeiten. Allerdings funktioniert das noch nicht wirklich. Na, meine Güte. Ich habe davor uns hier aufgeräumt. Wow. Speicherpunkt. Und hier ist auch ein Wegepunkt. Sehr schön. Das wird ein legendärer. Ey, achso, ich wollte gerade sagen, was hat der jetzt gemacht? Der hat mich laufen geschickt. Nichts. Hier ist nichts. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal hier in so eine Gruft rein. Ja, ich würde aber sagen, sucht nach dem Altar des Kanzlers unterhalb des Friedhofs der Verlassenen. Ja, dann würde ich sagen, ja, wir suchen dann in der nächsten Folge den Kanzler. Oder nach Kanzlers Gruft, wie man es auch nimmt. Also dann bis zur nächsten Folge. Ciao.